Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4 in der Primitive Plus Mod. Heute grüßen wir den Maximilian Hanisch. Grüße dich. Und wir wollen auch gleich mal weitermachen. Ich habe schon, ich weiß, die Perspektive war jetzt super gewesen. Ich hatte schon ein kleines bisschen weitergemacht. Aber gut, hier, das habe ich natürlich nicht gemacht. Das wollten wir zusammen machen. Ich habe nur noch ein bisschen Material gefarmt und habe mir schon meine Glasteile so zusammengesetzt. Zusammen gecraftet und natürlich auch die großen Beete, weil das wäre für die Folge einfach zu langweilig besser gesagt gewesen. Und ja, habe mir das Zeug schon mal vorbereitet. Wollen wir mal gucken, wie wir das Häuschen, ich weiß, viele haben geschrieben, das ist viel größer als dein normales Haus im Endeffekt. Nein, nicht ganz, es hat nur eine Etage. Ah, so, ich mache hier erstmal zu, die habe ich ja jetzt unten drin, ne? Und ich glaube, ich muss hier noch oben einen draufsetzen. Ja, ich glaube, ich weiß es. So, und dann mache ich hier noch eins drauf. Jetzt muss ich bloß gucken, ich glaube, die Schrägdächer hatte ich gemacht, ne? Die Schrägdächer, die habe ich gemacht. Gut, die kann ich nämlich, wollte ich eigentlich da oben draufsetzen. Warte mal ganz kurz. Warum will das wieder nicht so funktionieren, wie ich das gern haben will, oder? Ich mache es mal die Schrägen ran. So, ich will das nämlich, ich will das ein kleines bisschen ordentlich haben. Ich könnte jetzt einfach nur ein gerades Dach drauf klatschen. Aber das würde dann auch wieder... Ja, ein bisschen kacke aussehen, aber ich weiß gar nicht. Komplett spitz machen. Also, dass es komplett spitz zuläuft. Dann müsste ich, glaube ich, 4 haben, ne? Dann müsste es 4 weiter auseinander gehen. Eine Höhe dazu, also eine so eine Wand dazu. Und dann könnte ich komplett spitz hochgehen. Dann wäre es mir aber doch zu groß gewesen. Das machen wir vielleicht beim nächsten Haus. Bei dem hier nicht. Das ist ja erstmal nur vorübergehend. Ich werde ja noch hier vorne wegziehen. Also, dass ich sozusagen, ja, meinen Start ein bisschen hier drinnen finanzieren kann. Und dann werden wir uns irgendwann mal eine andere Location suchen. Weil das ist mir zu voll. Die bauen hier alle um mich rum nachher. Na gut, noch sind es, ja, die da vorne, da oben. Hatten die nicht mal 2 Brontos? Da oben baut noch jemand. Ich glaube, da vorne, glaube ich, auch noch irgendwo jemand. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich werde irgendwo hinverziehen, wo wir es ganz ruhig haben und keiner... einen Bronto vor die Tür setzt und die ganze Zeit hier rumwummert. So, ich lege mir die mal hier unten drauf, dann geht es ein bisschen schneller zum Hin- und Herwurschteln. Und die anderen Dächer mache ich mir auch mal hier hin. Ich glaube aber, nee, Schrägdächer habe ich genug gemacht, oder? Ja. Komm, einmal da. Ich weiß, das Zusammenbauen jetzt, oh, da hätten wir doch lieber das Gefarme geguckt. Und wenn ich farme, dann, oh, hättest du mal lieber das Farmen sein lassen und zusammengebaut. Das ist immer wieder was anderes, Freunde, ne? Manchmal weiß man nicht, ich glaube, mir fehlt ein Dachstück. Ja, leck mich fett. Ne, 2 fehlen. Da kann wieder einer nicht zählen. Ich muss das schon wieder alles farmen. Nö, wisst ihr? Wir machen das jetzt hier oben erstmal zu, soweit wie es geht. Und da setze ich mir schon mal die Beete rein, dass wir zumindest mal was anfangen können. Und ja, fehlt auch noch so ein Dach. Hat er wieder nicht gezählt. Zählen kann er nämlich nicht. Ne, ich dachte, ich habe das nur 3... 3 lang gemacht, ich habe es 4 lang gemacht. Ha, gut. Dann setze ich erstmal die ersten Beete hin. Ich glaube, den Bonus gibt es jetzt noch nicht. Ja, so, ich will es am besten schön nah dran haben. So kann das schon leicht in der Wand drin sein, ist jetzt hier ein bisschen egal. Vielleicht kriege ich es dann sogar noch hin, ein bisschen mehr reinzumachen. Mal gucken. Was frierst du denn jetzt schon wieder? Das ist helllichter Tag da draußen. So, mal so leicht ineinander. Platz sparen müssen wir hier ein bisschen arbeiten. Später mache ich ein Riesengewächshaus. Ist nur das Kleine, weil es haben auch einige von euch geschrieben, ja, da kannst du aber noch lange nicht alle Pflanzen drin anpflanzen, die es hier gibt, weil bei Primitive Plus gibt es ja logischerweise ein paar mehr. So, wir gucken mal, nicht gedüngt, nicht gedüngt. Den Dünger müssen wir uns auch noch herstellen. Ich war jetzt 2 Tage nicht drauf gewesen und ich habe, glaube ich, ganz viel Gammelfleisch gehabt, wenn ich wüsste, wo ich es hingeschmissen habe. Ich glaube, hier vorne, das müsste jetzt langsam alles durchgelaufen sein. Da gammelt es schon wieder. Ich mache mal das gegrillte Fleisch ganz kurz raus. Warte. Ne? Immer schön abkürzen. So. Rüber da. Ach, hier habe ich das Gammelfleisch drin. Siehst du, wenn man ein paar Tage nicht da ist, dann gammelt hier eben das ganze Zeug durch. Die Kartoffeln habe ich vorhin nochmal kurz reingeschmissen. Dass ich, ja, auch ein paar Kartoffeln noch habe. Ich weiß, heute bin ich nicht so ganz so sprachgewandt. Das liegt auch daran. Es ist 2 Uhr morgens. Beweis. Ja, 2 Uhr morgens. So, wir wollten das Knochenmehl machen, ne? Ja, wo haben wir das denn? Das war hier bei Dünger drinne. Dünger, genau da. Keratin, Holzkohle, Leder, verdorbenes Fleisch.
guck mal, 2 Stück können wir jetzt herstellen. Woran hapert es schon wieder? An der Kohle. Kohle müsste ich aber eigentlich auch genug haben. Denn, der Ofen war ja, glaube ich, hier. Bleibt da Kohle übrig? Nee, da bleibt keine Kohle übrig. Ich hatte doch noch irgendwo Kohle drin. Mein Dodo, der hat, ich habe einen neuen Dodo übrigens geholt. Hier ist auch nicht. Da haben wir 43 Kohle. Packen wir das mal rüber. Dass wir uns noch ein bisschen Dünger machen können. Und da werden wir mal die ersten Dinger versuchen anzumachen. So, Dünger. Nochmal 14 Stück dazu. Und dann gucken wir mal gleich, was haben wir denn hier? Berry Seed. Die kennen wir ja schon. Ich guck mal, vielleicht kriegen wir nochmal ein paar andere Samen draußen zusammen. Irgendwas, was ich hier bei Ark zumindest noch nie gesehen habe. So. Ich glaube, meistens sowas, das kennen wir ja alles. Sorry, ich bin ja kurz vom Verrecken gerade. Ich habe mich vorhin schon 3-mal verschluckt. Heute ist irgendwie so ein richtiger ekliger Tag. Da, wo alles schief geht. Warum bist du denn so hart überladen? Das ist neue Samen. Ich will mal die ganzen neuen Dinge. Was ist das hier? Tee? Noch mehr Tee. Cashew-Tee. Ich will jetzt hier aber keinen Tee machen. Ich will mal irgendwelche komischen Pflanzen hier raus haben. Ich habe nämlich noch gar nicht geguckt, ob die jetzt wirklich eigene Symbole haben oder ob da es einfach nur wieder dasteht. Weil Primitive Plus wissen wir ja, auf PC müsste die Mod ja schon gut ins Deutsche übersetzt sein und auch halbwegs fertig. Aber auf den Konsolen haben sie es irgendwie abgebrochen. Keine Ahnung warum. So, du kommst mal ganz kurz mit. Du brauchst mir nämlich immer zu lange. Weil du komplett hart überladen bist. Und wenn wir schon mal ins Haus gehen, dann wird das Pferd ja irgendwann auch mal da ankommen. Schauen wir noch mal ganz kurz, ob der Dünger fertig geworden ist. Mach die Tür auf. Der Dünger fertig geworden ist. So. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Alter, das braucht immer einen Platz. Gut, dann muss ich mir draußen, glaube ich, noch irgendwas hinstellen, wo ich das Zeug reinpacken kann. Sonst wird das hier nämlich nach einer Weile ganz schön voll. Aber ich glaube, es müsste alles durchgelaufen sein, ne? Ja, ist alles durchgelaufen. So, zack, zack. Es hapert schon wieder an der Kohle. Müsste mir dann vielleicht draußen mal wieder ein neues Feuer aufmachen. Oder warte. Ich bin ja manchmal blöder, als ich denke. Blöder, als ich weiß. Wir können ja in der Zeit, wo ich nicht da war, müsste eigentlich hinten mein kleines Lagerfeuer ausgegangen sein. Und da müsste ja in der Theorie jetzt auch Kohle drin sein. Schau mal ganz kurz. Genau. Also wenn das nicht genug Kohle ist, das hole ich mir aber später daraus. Ich müsste mir, glaube ich, so einen Mörser nochmal in die Bude reinstellen, dass ich dort immer wieder das Zeug machen kann. Ja, bleib einfach hier stehen. Sieht sehr gesund aus, was du da tust. Machen wir mal ganz kurz hier nochmal ein paar Samen raus. Wasser brauche ich auch noch. Wenn ich mir jetzt einen Brunnen hier oben aufstelle, wäre das auch kacke. Weil der Brunnen, der funktioniert nicht richtig. Also, der funktioniert schon in dem Sinne, aber nicht so richtig. Weil ich habe den letztens versucht aufzustellen, habe den Brunnen hingestellt und es hat geregnet. Der Brunnen war ein kleines bisschen befüllt, wollte mir was rausholen. Auf einmal war der Brunnen weg. Der war einfach verschwunden. So, packe ich mal einfach mal Dünger hier rein, gucken, was passiert. So. Da kann ich eigentlich in der Theorie erstmal alles reinpacken. Wir machen ja noch nicht alle Pflanzen. Da muss ich mit einem Trinkbeutel oder sowas machen, ne? Das müssen wir aber wirklich jeden Tag nachfüllen, den Schnodder. Nicht den Kott da rein. Kott kann man zwar auch da rein tun, will ich jetzt aber nicht. Den packe ich gleich mal da oben nochmal rein, dass wir noch ein bisschen Dünger so rausbekommen. Warte. So, stimmt ja, der Mist läuft ja auch irgendwann ab, ne? Ah, ne. Die Haltbarkeit, der läuft nicht so schnell ab. Aber wir nehmen mal einmal Stroh raus. Packe ich nochmal ein bisschen Dünger nach, damit wir hier auch noch ein bisschen Dünger haben. Wir können dann 2 Sorten von Dünger. Müsste dann, denke ich mal, auch ein kleines bisschen, ja, produktiver sein. Bloß mit dem Wasser. Weil ich, wenn von da unten eine Leitung hochlegen, ne? Da wirst du bekloppt nach einer Weile. Und ich glaube, aus... Warte, wir gucken mal. Ich glaube... BRU Brunnen ist nur der. Und den kannst du aber nicht hinten auf der Wasser Dings da draufstellen. Da muss ich mir Gläser machen. Schau mal ganz kurz. Wenn ich jetzt, ich gebe einfach mal Wasserglas ein. Warte. Wasser. Haben wir nur den Wasserschlauch? Das Ding, da brauchen wir aber die Leitungen für. Und hier haben wir die Wassergläser. Ja, was brauchen wir dafür? Kristall, Leder, Zement.
Ich glaube, ich müsste sogar noch was haben. Dann mache ich mir mal ein, zwei Gläser fertig. Dann können wir die da reinlegen. Weil bei dem Sack, also bei dem nicht... Ihr wisst schon, was ich meine. Bei dem Wassersack, der läuft nach einer Weile aus. Und das ist dann auch ein bisschen doof. Wasserglas ist ja im Inventar. Gut, da brauchen wir nur Zement. Haben wir noch ein bisschen was da. Wir brauchen noch Kristall. Und dann können wir mal ein paar herstellen. Machen wir mal... Ja, vier Stück müsste reichen. Damit müssten wir eigentlich hinkommen. Die befülle ich hinten mal. Jetzt ist meine Fackel kaputt gegangen. Meine gute Fackel. Und dann holen wir hinten mal ein bisschen Wasser. Dann will ich zumindest mal sehen, sorry, wie das mit den Pflanzen hier vorne, wie das dann aussieht danach. Wird zwar jetzt, denke ich mal, diese Folge nicht funktionieren, aber ich denke mal, in der nächsten Folge, dann müsste schon ein bisschen was da sein. Packe ich mal die Gläser hier unten hin. Warte, Wasserglas. Packe ich mir gleich hier. Was mache ich denn? So, zack. Wasserglas 1. Mach ich die Fackel halt weg. 2. 3. Und die Nummer 4. Sein Fetti ist weg. Das habe ich vorhin auch schon gewundert. Ja, mir war es auch so, als wenn hier zwei gewesen wären. Als wenn hier zwei Brontos standen. Also das letzte Mal, wo ich zumindest da war. Aber jetzt ist nur noch einer da. Stimmt. Ich muss die unten da befüllen. Mit dem Brunnen funktioniert das nicht. Habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Was bauten die da unten? Die bauen ein Fort dahin. Da ist doch ein Bronto, aber nicht, ist bestimmt nicht sein Fetti. Guck, die Zwiebel ist schon wieder da. Die Zwiebel ist überall. Seitdem auf dem anderen Server jetzt nichts mal los ist, weil wir alle nur noch auf Aberration warten, sammeln die sich jetzt sogar hier die Leute. So. Ja, guck. Das zweite Bronto wäre dann auch sonst tot. Was ist denn jetzt los? Warum hast du denn jetzt... Hier, friss Kartoffeln. Kartoffeln sind gesund. Sagt man. Kartoffeln machen einfach nur fett. So, latsch mal wieder da hoch. Packen das Wasser dann da rein. Und dann packen wir mal die ersten Samen dazu. Kommt der hier mit dem Kackbär an. Wo bist du denn? Suchen wir... Okay. Jetzt kommen die anderen und versuchen zu helfen. Dass wir die Bronto vielleicht finden. Vielleicht hat ihn irgendeiner weggezogen. Ah, das geht ja nicht, ne? Wir haben ja PvE hier. Wie kann denn in PvE ein Bronto verschwinden? Also, wenn ich überlege, wenn da jetzt zwei Stück stehen, ne? Wenn da angegriffen wird, dann müsste der zweite ja auch irgendwas haben. Könnt ihr mir in den Kommentaren berichten? Ich habe keine Ahnung, was da jetzt los ist. Ich musste mir erstmal hier jetzt um meinen Müll kümmern. So. Einmal Wasserglas rein. Das packe ich daneben auch noch. Da kann ich gleich zwei Wassergläser, ne? Komm. Wir gehen auf Nummer sicher, wenn ich jetzt wieder zwei Tage nicht da bin. Ich nehme da mal ein bisschen was raus. Wenn ich jetzt zwei Tage nicht da bin, dann ist das ja wieder für den Arsch. Und ich will mal bloß gucken, was eine von den neuen Pflanzen aussieht. Ich weiß, google doch einfach, dann siehst du es doch. ja, könnte man auch tun. So. Pferd. Erstmal schön hinten in den Arsch gefasst. Was haben wir denn hier? Karotten kennen wir, Samen kennen wir auch. Cashew, ich will keinen Tee machen. Nicht bepflanzt. Und ja, der Effekt ist ja... Nur Treibhauseffekt 300%. Pack ich mal rein. Aber da könnt ihr nochmal... Ich nehme noch einmal Dings raus. Ja, Pferd, ich muss da wieder... Alter, ich muss da wieder ganz kurz hinten reingreifen. Was machen wir denn? Was machen wir denn da rein? Kartoffeln? Nein, davon haben wir genug. Spinach. Ist das Spinat? Übersetzt? Ich weiß es nicht. Barley? Nehmen wir mal das. Ich bin da, also bei Früchten und Pflanzen auf Englisch übersetzen, da bin ich nicht gerade der Held bei. So, Lalalala, machen wir mal rein da. Und noch ein bisschen Wasser. Nehmen wir mal hier. Komm, wir teilen das auf. Ich weiß total durcheinander. Mach das doch anders. Ach, das ist voll kacke. Du hast doch gar keine Ahnung und so. Ja, also das mit den Pflanzen, ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich habe mich noch nie um das Zeug gekümmert. Das haben immer andere gemacht. So. Ach, Mann. So. Wasser, 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 Wasser. Gut, da kann ich die Dinger eigentlich wieder mitnehmen. Brauche ich bloß, muss ich täglich irgendwie mal vorbeigucken, dass ich die Dinger bewässer. Habe ich noch so einen Schlauch? Hier, da einmal Schlauch, dann nochmal Schlauch. Dann machen wir hier einmal komplett voll. Nimm die Wassergläser wieder mit. Ja, noch einen.
So. So, jetzt haben wir die Schläuche. Da muss ich halt immer wieder runterrennen. Und das mit dem Brunnen ist echt ein bisschen bescheuert. Wenn es regnen würde, würde es ja hier zumindest reinregnen. Aber ich kann das Dach ja nicht abbauen. So, ein bisschen wächst hier jetzt schon was nach einer Weile. Könnte jetzt natürlich noch das Bone Meal hinzufügen. Das restliche, was ich im Inventar habe. Alles einfach reinschmeißen. So. Jetzt haben wir natürlich hier unsere erste Pflanze, die jetzt hochwächst. Jetzt muss ich bloß gucken, dass die nächsten Tage über der Wasserstand irgendwie mal ein bisschen erhalten bleibt. Das geht bei mir voll in die Hose. Ich weiß das ganz genau, wenn du am Tag nur mal kurz eine Stunde online bist, ne? Da verrecken dir die Pflanzen. Das ist genau wie bei mir zu Hause. Da sterben auch die Pflanzen, weil keiner sie gießt. Deswegen, Leute, schafft euch Plastikpflanzen an, ne? Die halten länger. Kein Platz mehr für Dünger. Wie viel Dünger haben wir denn überhaupt noch? Hier haben wir nichts mehr. Muss man mal gucken, dass wir die Kacke irgendwie mal ohne ein bisschen verarbeitet bekommen. Ah, gut. Also hier, Dünger ist hier genug drin. Wir haben bloß das Wasserproblem. Ich werde jetzt alle Dinger nochmal neu befüllen gehen. Die haben wir jetzt genug. Die Schläuche haben wir unten auch. Dann hole ich jetzt nochmal Wasser. Damit ich zumindest einen kleinen Vorrat habe. Aber die Gläser sind da ein bisschen besser. Oder... Ich teste das jetzt nochmal mit dem Brunnen. So, Freunde, eine gute halbe Stunde später, ich habe das Ding mal wieder aufgestellt und ich habe jetzt hier schon mein Zeug reingepackt. Wenn es jetzt regnen würde, dann könnte ich sozusagen... Nur 200. Okay, da könnte ich sozusagen, meinen Wasservorrat auffüllen, dann da vorne reingehen und meine Pflanzen begießen. Das Ding ist halt, ich probiere das jetzt nochmal. Wenn wir jetzt das Bucket nehmen... Und hier reinhängen. Was wird es uns bringen? Waterbucket verschlossen. Eigentümer, ja, schön. Ist es vielleicht einfach nur extra Platz oder wie? Kann ich jetzt den zweiten auch noch dahin klatschen? Das geht nicht. Ich denke mal, das ist einfach nur extra Platz. Das heißt, wenn es unten voll ist, kann ich hier oben noch was reinmachen? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wie das hier ablaufen soll. 200. Das ist aber auch recht wenig, ne? Nee, das ist, glaube ich, die Bewässerung. Oder muss ich das auch mit Leitungen machen? Aber ich glaube, der müsste auch bei Regen voll werden. Wenn es jetzt mal regnen würde, könnte ich das zumindest teilweise mal testen. Gucken wir ganz kurz nach den Pflanzen. Wasser geht natürlich... Es geht gar nicht so schnell runter, wie ich dachte eigentlich anfangs. Aber natürlich eine permanente Bewässerung wäre schon, denke ich mal, besser. Ob wir da Leitungen ranmachen können? Weil das wäre nämlich ganz cool. Jedes Mal, wenn es regnet, wird es automatisch hier komplett einmal durchlaufen und hier alles bewässern. Wir können ja mal, Leitung muss ich glaube ich noch lernen. Können wir mal ganz kurz schauen. Ich hole mir mal ein bisschen Stein hier vorne ab. Und wir gehen mal ganz kurz auf Herstellen. Jetzt müsste ich doch eigentlich hier so ein Rohr haben. Ich weiß nicht, ob man die anschließen kann. Oder ob da erst wieder, das Ansaugrohr gemacht werden muss. Es geht nicht dran. Schade. So kann ich also auch nicht durchbewässern. Oder? Hier oben hängt's. Das kann ich... Hä? Ich kann es da oben dran befestigen. Wie doof ist das denn, bitteschön? Ich hab das jetzt mal... Wo ist es hin? Es ist verschwunden, Freunde. Ich hab's doch eben noch gesehen. Ist es da drin? Ich kann durch das Glas jetzt nicht sehen. Also ich hab's gesetzt. Nur wo ist es hin? Ich hab's ja in eine Richtung hab ich's oben gesehen. Aber jetzt? Vielleicht nochmal ein Rohr machen? Und gucken, was passiert? Einfach mal testen? Weil es wäre schon ganz geil, wenn wir das vom Brunnen hier rübersetzen könnten. Weil das regnet ja oben nicht rein. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier oben ist es. Wenn ich jetzt aber darüber setze, ich will ja, dass es in die andere Richtung guckt. Hier oben, das bringt mir nichts. Das hängt jetzt einfach nur da. Und das sieht kacke aus. Sie müsste ja genau in die andere Richtung gucken. Oder ist es da unten gelandet? Wenn ihr da mehr wisst, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir da
wenn ihr mir das schreiben könntet. Ansonsten hänge ich jetzt ein bisschen dran fest, ne? Guck mal ganz kurz unter die Pflanzen. Aber ich denke mal, das müsste ein paar Stunden halten. Hier schon 377. Da fülle ich jetzt einmal noch kurz nach, bevor ich offline gehe. Warte auf eure Kommentare. Und ja, dann versuche ich das mal irgendwie ein bisschen fertig zu kriegen. Ich mache ich kann noch schnell die zwei Beete hier hinklatschen. Einmal hier in die Ecke. Ich versuche es mal gut hier reinzubekommen. Warte. So. Und jetzt das zweite noch. Damit wir das hier zumindest teils fertig haben. Nicht, dass wir dann später wieder drin hängen. Dann müsste ich noch ein paar mehr machen. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4. Dann 5, 6, 7, 8. 8 Stück hätten wir insgesamt. Und da können wir sozusagen 8 Pflanzen reinklatschen. Gut, 9, 10. Wir können hier vorne noch 2 mittig machen. Dann haben wir das auch noch. Ja, müsste eigentlich passen. Und dann haben wir zumindest bis auf das mit der Bewässerung hier teils gelöst. Na gut, Freunde. Ich mache jetzt erstmal hier ein Folgenpäuschen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bin natürlich auf eure Kommentare gespannt. Und ja, dann habt einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Ciao.